Ja, und jetzt ist es 10 Uhr, damit begrüße ich euch ganz herzlich zu meinem Stream. Und zwar geht es heute wieder um Monkey Island 3, der Fluch von Monkey Island. Ja, wie ich sehe, seht ihr mich auch. Das ist perfekt. Wir waren ja gestern schon stehen geblieben im Spiel. Ich mach mal die Musik ein bisschen leiser, damit ihr mich besser hören könnt. Also wir waren gestern stehen geblieben im Spiel, wo uns klar war, wir müssen in die Gruft, und zwar in die richtige. Einmal gestorben sind wir ja schon, aber bedauerlicherweise landeten wir in der falschen Familiengruft. Ja, und ansonsten brauchen wir noch den Waliser, der uns zur Totenkopfinsel bringt, wo angeblich der echte, unverfluchte Diamantring sein soll. Beides werden wir hoffentlich heute schaffen, und ich hoffe auch, dass wir heute mit dem Spiel durchkommen. Ich werde mal sehen, wie weit wir kommen, wenn wir spielen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich starte jetzt das Spiel, deswegen mache ich hier mal die Musik aus. Okay. Und wechsle dann zum Programm und dem dortigen Ingame-Sound. So. Mir ist gestern Abend nach dem Stream noch etwas eingefallen, was ich noch nicht getestet habe. Ich gehe mal hier nach oben. Denn ich hatte ja gestern Abend, oder beziehungsweise beim letzten Stream schon gesagt, mir ist so, als ob man irgendwie als Bild fungieren muss, also dass man irgendwo seinen Kopf durch eine Wand stecken muss, damit man in einem Bilderrahmen erscheint. Ja, und ganz blöd gedacht, wir müssen ja da hinten rein. Und wie öffnet man eine Tür ganz klassisch als Verbrecher? Ich schätze, ich bin ein besserer Pirat, als ich dachte. Es klappt. Man nehme eine Visitenkarte, stecke die ins Schloss und schon geht die Tür auf. Dann sehen wir uns hier doch mal um. Ein wirklich modrig riechender Kleiderschrank. Es ist ein Klappbett. Ziehen wir mal. Oh. Ich glaube, der Gast war zu lange hier. Die Meistersuppes. Ein Leben in Bildern von M.M. Meistersuppe. Ich komme nicht dran. Autsch, das tut doch sicherlich weh. Mehr oder minder. Irgendwie müssen wir das... Ah, dafür haben wir die Nägel. Ja, dann nageln wir mal das Bett fest. Ich habe gerade gedacht, man lege einen Stein hin, aber man kann ja auch ein bisschen die Sache mal festnageln. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht, um es zu halten. Könnte sein, dass ich einen weiteren Nagel brauche. Wir haben doch noch einen. Einen weiteren haben wir. Da, das Bett ist festgenagelt. Perfekt. Das sollte genügen. So, jetzt können wir auch das Buch nehmen. Jo, das können wir uns dann gleich ansehen. Und dann gucken wir uns noch das Skelett an. Ui, ich wette, seine Zimmermiete ist bis heute auf eine gewaltige Summe angewachsen. Ja, kann man das durchsuchen oder drücken? Ja, geil. Gut, den Kleiderschrank konnte man ja nicht öffnen. Nicht öffnen möchte. Okay. Ja, ich hab's verstanden. Aber hier haben wir ja noch einen Nachttisch. Vielleicht gibt's da irgendwas Nettes. Malerisch trifft es. Öffne. Ich bin sicher, dass da nichts außer einer dieser Hotelbibeln drin ist. Mhm. Es ist eine altmodische Wasserkaraffe. Ich hasse Porzellan. Ich weiß auch gar nicht warum. Lange Geschichte. Ich erklär's später. Es gibt eigentlich gar keinen Grund in den vorigen Man Teilen. Man kann auf den Friedhof hinausschauen. Gruselig. Ja, okay. Es geht nicht auf. Na, zugenageltes Loch? Ein Loch? Das Klappbett wurde so oft zugeschlagen, dass es ein Loch in die Wand geschlagen hat. Kann man das aufmachen? Das gibt nicht genug Hebelwirkung, um die Bretter abzustellen. Nein. Ich kann den Hammer nicht damit benutzen. Schade. Das will ich nicht durchschneiden. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass man das Loch da irgendwie öffnen muss. Die Frage ist nur wie. Das braucht nicht angebohrt zu werden. Okay, also es gibt nicht genug Hebelwirkung, das hat er ja schon gesagt. Ich weiß auch gar nicht, wofür man hier die Hand... Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Ich meine, wir haben ja noch den Skelettarm, den wir mit Kleister vollgepackt haben.
wird einen Grund gehabt haben. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Ich kann den Skelettarm. Ja, das wissen wir. Okay, also er kann es mit nichts benutzen, auch wenn das jetzt für euch garantiert ein bisschen nervig war. Für mich war es auch nervig, dieses ich kann nicht. Ja, ich weiß, er kann es nicht, okay. Wir haben es verstanden, macht er auch ehrlich gesagt nicht so den Sinn, aber das macht nichts. Ich bin sicher... Okay, also ich gucke mir jetzt mal das Buch an. Es ist voll von Daten und lustigen Fakten, die man schon immer über die Meistersuppe-Familie wissen wollte. Und da steht, ich erhalte jeden Monat ein neues Buch oder kündige ohne Kaufzwang und behalte meine Ausgabe von Freibeuter und Fruchtbowle als kostenloses Geschenk. Schön. Nein. Okay, also sprechen kann er nicht. Ja, hier gibt's leider nicht das, was ich eigentlich gedacht hatte. Ich hatte gehofft, also... Ich sagte ja schon, ich hatte gehofft, dass man irgendwo hier als Bild durchging oder so. Aber Skelett ist ja auch nett. Tja. Ich meine, hier kann man ja nichts mehr machen. Ich habe keine Verwendung für die Porträts der Familie von Salat. Ja, also die Familie Salat ist nicht wichtig. Dann gehen wir mal runter. Ich meine, ein paar Sachen als Idee habe ich ja noch. Also man könnte zum Beispiel das Porträt mal ihm hier zeigen. Vielleicht erkennt er uns dann als Familienmitglied an. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Schade. Aber wir haben doch da hinten noch einen Schrank mit Familiendaten oder sowas. Vielleicht kann man das Buch damit verwenden und kriegt irgendwas Interessantes aus diesem Aktenschrank. Ich kann das Buch nicht damit benutzen. Ich bin sicher, das ist nur ein Haufen juristisches Zeug, das okay. Ich sowieso nicht verstehe. Nicht. Okay, also das hat uns nicht so weit gebracht, wie ich gehofft hatte. Ich gehe mal da hinten hin, wo der Totengräber sein Haus hat. Vielleicht kommt man da jetzt rein, weil der war ja kurzzeitig schon mal im Bild. Und eigentlich schuldet er uns ja noch was. Wir haben ihn ja von seinen Schmerzen vorhin befreit. Hey, Stan hat neu eröffnet. Wir gehen mal zu Stan. Oh, hübsch. Mitten in der Gruft. Verkauft der Versicherung. Also, reden wir nochmal mit ihm. Ich will eine Versicherung. Du hast mich überzeugt. Ich will eine Versicherung abschließen. Eine kluge Wahl. Und eine, die du nicht so schnell bereuen wirst. Die Frage ist nicht, ob du dir eine Versicherungspolice leisten kannst oder nicht, sondern ob du es dir leisten kannst, keine zu haben. Wo wir gerade dabei sind. Kannst du dir eine Versicherungspolice leisten? Immer. Wie viel kostet sie denn? Oh, das hängt von einer Reihe Faktoren ab. Wie hoch die Deckungssumme sein soll, wie viel du ausgeben willst. All diese hochkomplizierten fließenden Gleichungen und so weiter. Aber ich will dich damit nicht langweilen. Ich frage dich nur eins. Wie viel Geld hast du? Nun, ich habe dieses Spielgeld. Ja. Vielleicht habe ich dich ein wenig durcheinander gebracht. Obwohl mich nichts mehr erfreuen würde, als dich hier herauszuschicken, mit dem Seelenfrieden, das für deine Familie im unwahrscheinlichen Fall deines Todes gesorgt ist, muss ich hier ein Geschäft führen. Ja. Wenn du mir nicht wenigstens eine Bürgschaft vorweisen kannst, kann ich dir keine Police geben. Ja, scheiße, schon wieder eine Bürgschaft. Wie in Teil 1. Diesen einzigartigen Big Whoop Kühlschrankmagnet. Genau. Von Sammlern begehrt. Nein. Ja. Diese antike, mundgeblasene Flasche mit reicher, cremiger Rasierseife. Für die Bestie im Mann. Genau. Du scherzt wohl. Mist. Dieses attraktive Holzhammer- und Meißel-Kombinationsset. Man kann sie einzeln oder zusammen benutzen. Super. Du scherzt wohl. Auch nicht. Okay. Ein Sortiment Tarotkarten. Damit kann man zu Hause oder im Urlaub die mystische Kunst der Wahrsagerei erlernen. Genau. Besser nicht. Hm.
Diese seltene Erstausgabe der Meistersuppe-Familiengeschichte. Sehr wertvoll, sehr lehrreich. Du scherzt wohl. Ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt, was er brauchen könnte. Dieses authentische Piratenüberbleibsel. Ein originaler Zahn eines echten Piraten. Aus Gold. Einzigartig. Ist das echtes Gold? Das Beste weit genau. Und breit. Nicht mal mehr Spucke drauf. Nun fängst du an, meine Sprache zu sprechen. In Ordnung. Lass uns einen umfassenden Plan ausarbeiten, der deinen Bedürfnissen entspricht. Super. Und du kannst sicher sein, dass deine Familie nach deinem bedauerlichen Ableben gut versorgt ist. Was genau sind die Bedingungen dieses Plans? Es ist ganz einfach, mein Sohn. Wenn du stirbst, bekommt der Besitzer dieser Police eine Riesenmenge Geld. Eine Riesenmenge Geld? Puh. Puh ist genau das richtige Wort dafür. Nun, ich möchte, dass du da draußen vorsichtig bist. Okay, das bin ich. Danke. Nein, das ist mein Ernst. Ich möchte, dass du sehr, sehr vorsichtig bist. Werd ich. Ja, das wissen wir. Wir sind auch ganz vorsichtig. Und auf wen geht diese Versicherungspolice? Der Inhaber dieses Dokuments hat Anspruch auf die Summe von einer Menge Geld im Falle des Ablebens von Wantan Meistersuppe. Wantan! Perfekt. Damit sind wir ja wieder im Geschäft, weil Wantan Meistersuppe ist ja... ja... Ein Meistersuppenmitglied. Ich gehöre zur Familie. Es läuft wieder. Okay, dann geben wir die mal weiter. Das wird ihn überzeugen. Wir gehören zur Familie. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Mist. Schau mich an. Sehe ich nicht aus wie ein Meistersuppe? Nein. Ich finde immer noch nicht, dass sie die noblen Gesichtszüge der Meistersuppes haben. Wenn sie wie ein Meistersuppe ausgesehen hätten, hätte ich ihnen vielleicht ihre Geschichte geglaubt. Mist. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Das ist auch wieder nicht so gelaufen, wie ich wollte, weil ich dachte eigentlich... Ich kann die Versicherungspolice damit nicht benutzen. Ich dachte eigentlich, dass er hier... Ich habe bereits versucht, sie zu lesen und ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Ja, also ich dachte, dass man die ihm geben könnte und er daraufhin dann sagt, oh, ich gehöre doch zur Familie. Aber nein. Kann man die da reinpacken? Ich kann die Versicherungspolice damit nicht benutzen. Schade. Kann ich das in den Spiegel hängen? Das wird nicht passen. Kann man das zurechtschneiden? Da, ich habe das Gesicht ausgeschnitten. Was bringt mir das? Du hast gerade den Spiegel geklaut, nicht wahr? Nein. Nein, habe ich nicht. Er ist da, sieh nur. Genau. Sieht aus, als hättest du recht. Oh, Junge, ich beginne alt auszusehen. Kommt von all dem Saufen. Kümmer dich um deinen eigenen Kram. Ja. Schau mich an, sehe ich nicht aus wie ein Meistersuppe? Nein, ich finde immer noch nicht, dass sie die noblen Gesichtszüge der Meistersuppes haben. Wenn sie wie ein Meistersuppe ausgesehen hätten, hätte ich ihnen vielleicht ihre Geschichte geglaubt. Okay. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Ja. Ich kann das nicht aufheben. Es ist der Rahmen. Ich habe einen Spiegel. Das bin ich. Okay, und was bringt mir jetzt der Spiegel? Schön. Ich habe einen Spiegel bekommen, Leute. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau, ich kann die Versicherungspolice damit nicht benutzen. Was mir das bringt. Also ein Spiegel ist schon mal schönes. Ich frage mich ja auch, wie man da hinten die Gabel rauskriegt. Aus dem Nacho-Käse.
Komm an die. Ich kann den Meißel nicht damit benutzen. Auch nicht. Das ist ja schade. Und mit der Gabel selbst? Ich kann den Meißel nicht damit benutzen. Auch nicht. Das will ich nicht schmieren. Das will ich nicht schmieren. Das will ich nicht schmieren. Okay, okay, okay. Was war das nochmal hier? Schau mich. Schau mich ist gut. Das braucht nicht eingeseift zu werden. Das braucht nicht eingeseift zu werden. Hm. Also wir haben jetzt einen Spiegel. Spiegelbild. Ich meine, wenn man so aussehen würde wie... Das bin ich? Nein. Meine Anhänger oder so kann man den ja auch nicht. Aber andersherum kann man den vielleicht irgendwie hier... Ich kann den Spiegel nicht damit benutzen. Auch nicht. Gehe ich mal hier wieder rein. Mit den Porträts? Kann man da was machen? Ich kann den Spiegel nicht damit benutzen. Meint, wir müssen ihn davon da unten überzeugen, dass wir zur Familie gehören. Irgendwie muss das gehen. Ich frage es bloß wie. Ich meine, hier unten war ja nichts weiter. Also, noch nicht. Ich glaube, ganz ehrlich... Da müssen wir später hin und was machen. Aber ansonsten... Ich kann den Spiegel nicht damit benutzen. Also am schönsten wäre ja, wenn wir irgendeine Art von Foto hätten. Ne? Ein Foto von uns, ein Bild, was man sozusagen dann ankleben könnte. Aber Spiegel, Spiegel, Lichtreflexion. Wir müssen ja noch den Leuchtturm reparieren. Vielleicht braucht man dafür den Spiegel. Ist eine blöde Idee, ich weiß. Aber vielleicht gehen wir mal zum Leuchtturm. Spiegel mit. Perfekt. Supi. Laternenhalter. Darin würde der Leuchtturm strahlen, wenn er Licht hätte. Bei all diesen zerbrochenen Fenstern ist es kein Wunder, dass das Licht ausgeblasen wurde. Und dafür brauchen wir wahrscheinlich die Glühwürmchen. Und das Einzige, wo man Glühwürmchen reinpacken könnte, wäre in ein leeres Glas. Aber das müssen wir erstmal mitnehmen. Dieses Glas ist für meine Trinkgelder. Stell das zurück. Aber ich wollte gerade eine Menge Geld reintun. Mehr, als ich mit mir rumtragen kann. Deshalb wollte ich es mitnehmen und dann auffüllen. Oh, dann okay. Super. Wir haben schon mal... Es ist leer. Ein leeres Glas. Kann ich das irgendwie sieht gerade verkatert aus. Kombinieren? Das braucht nicht eingeseift zu werden. Das ist ein Verschluss, ja. Weil ich vermute, wir brauchen irgendwas zum Anlocken der Glühwürmchen. Ich kann ja mal zur Lichtung gehen. Weil wenn ich das jetzt da hinstelle, wird nichts passieren. Ein leeres Glas auf den Stumpf zu stellen, wird auch nicht helfen. Genau, wir brauchen irgendwas, was Glühwürmchen anlockt. Irgendwas Süßes. Da steht ein Fass auf dem Dach der Windmühle. Ja, wir sind ja noch nicht nach oben gekommen. Sie wirbeln um die Windmühlenspitze herum. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Hm. Also ich weiß, irgendwie kam man da rein. Es ist abgeschlossen. Ja, soweit ist es klar. Kann er es vielleicht aufbrechen? Ich kann den Meißel nicht damit binden. Blöde Idee, hat schon mal geklappt. Ist zu groß für diese Karte. Mist. Das hatte er schon mal probiert, oder geklappt. Ich kann mich mit bloßen Händen nicht festhalten. Mit bloßen Händen geht's nicht. Und den Arm selbst kann er dafür nicht verwenden.
Kann er den Luftballon damit fangen? Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Nein. Ich kann den Magnet damit nicht benutzen. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Nein, das geht leider nicht. Ah, ich frag mich, ob ich irgendwo was nicht angebohrt zu werden übersehen habe. Wahrscheinlich. Also hier gibt es ja Fass, Windmühle, ja, eine Tür, die Pfefferpflanze. Pfeffer hatten wir schon gebraucht. Das brauchen wir also alles hier nicht mehr. Dann gehen wir mal weiter. Ich gehe ins Dorf nochmal. Beziehungsweise, wir wollten doch hier hinten einmal zum Dings. So, jetzt gucken wir uns hier nochmal um. Wir gucken uns einfach mal um. Ich hoffe, der Besitzer dieser Hütte schläft nicht darin. Lilien? Nein. Sackete Werkzeuge. Die sind viel zu alt, um je wieder nützlich zu sein. Ob man mit dem Spalt reden kann? Vielleicht ist ja jemand in der Hütte. Hallo? Ich wurde gerade lebendig begraben und ich... Ich denke, ich sollte dich daran erinnern, dass ich als Angestellter der Regierung nicht für versehentliche lebendige Beerdigungen haftbar gemacht werden kann. Aber warum wurde ich gerade in dieser Gruft begraben? Die einzige andere Gruft ist die der Familie Meistersuppe. Sie ist nur für die Meistersuppe-Familie. Sie wollen einfach nicht, dass irgendein Bürgerlicher die Ewigkeit mit ihnen verbringt. Okay. Also es ist schön. Ist jemand drin? Ich habe mich gefragt, gibt es keinen schöneren Ort auf Blood Island, an dem man begraben werden kann? Nun, da ist die Gruft der Familie Meistersuppe. Das ist eine feine postmortale Immobilie. Das sage ich dir umsonst. Da geht er wieder. Nee, da geht er zurück. Ich habe mich gefragt. Aber da, guck mal, da ist eine Lampe. Da könnte man... Die bräuchte man wahrscheinlich für den Leuchtturm. Da ist doch sowas wie eine... Ein Kamin. Nein. Kann man den einstürzen lassen? Vielleicht, wenn ich mit dem Hammer raufhaue? Ich kann den Hammer nicht damit benutzen. Okay. Ziegelstein entfernen? Ich kann den Meißel nicht damit benutzen. Auch nicht. Nehmen wir mal einen Grabstein mit, vielleicht geht das. Nein. Hundenapf mitnehmen? Das möchte ich nicht. Auch nicht. Ich vermute, man muss irgendwie in die Hütte rein. Nein. Irgendwie. Ich würde ja eine Nadel wieder in die Voodoo-Puppe von dem reinpacken, aber... Leider ist die auf der anderen Insel und ich komme nicht so schnell zurück. Das braucht nicht eingeseift zu werden. Ja, das wissen wir. Das war ja auch eine blöde Idee. Okay, was machen wir sonst? Können wir ihm... Wahrsagen funktioniert damit nicht. Wahrsagen? Ja, wofür brauchen wir überhaupt die Tarotkarten? Verstehe ich ehrlich gesagt auch gar nicht, wofür man die noch brauchen könnte. Na gut, also den Spiegel haben wir schon mal richtig platziert. Ich glaube nicht, dass es hier noch was gibt. Wir müssen irgendwann hier garantiert rein. Die Frage ist bloß, wie wir das schaffen. Ich gehe mal nochmal zu Stanny. Riesiges Netz. Ich habe schon einen schönen Skelettarm, danke sehr. Kann man das Netz mitnehmen? Ich fürchte, es würde an meinen Händen kleben. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Schade. Kalender?
Nein. Schränke in der Gruft. Das ist geil. Nein. Geschäftsführerding. Mhm. Was macht diese Dinger so beliebt in Büroeinrichtungen? Schreibtisch? Wasserkühler ist auch geil. Und eine Bankerlampe, natürlich. Stan hat eine Bankerlampe. Ein sicheres Zeichen für ein feines, gehobenes Geschäftsunternehmen. Ja. Nein. Sagt dir noch was? Ich möchte das Geld für diese Police ausbezahlt bekommen. Gib mir eine Riesenmenge Geld. Aber dies ist eine Lebensversicherungspolice. Du bekommst Geld, wenn der Policeninhaber stirbt. Nein, ehrlich, ich war tot. Richtig lange. Genau. Und jetzt geht es dir wieder gut. Nun, ja. Kannst du dieses Wunder irgendwie beweisen? Nun, Herr Neunmal klug. Nein. Schade. Dann sieht es so aus, als ob du nur meine Zeit verschwendest. Mach, dass du jetzt Land gewinnst. Ich versuche hier ein Geschäft zu führen. Okay. Diese Kuchenform würde hier nichts nützen. Kann er einen Knochen mitnehmen? Nein. Foto? Wo war ein Foto? Wo war hier gerade ein Foto? Ich habe gerade was von Foto gelesen. Da. Ist das Foto, das schon in dem Rahmen war? Nein, das ist meine Frau. Er ist eine Frau? Ich wünschte, die Leute würden aufhören, diese Frage zu stellen. Kann man das mitnehmen? Nein. Okay. Gut, aber nicht. In die Gruft kommen wir nicht, das wissen wir. Also Friedhof, mir ist noch nicht ganz klar, wie man da auf die Windmühle kommt. Achso, bevor ich jetzt hier drin irgendwas mache, wir gucken uns nochmal hier draußen kurzzeitig um. Ich meine, wir haben hier noch eine Bühne und irgendwas mitnehmen von der Bühne geht nicht, ne? Nein. Nein. So, der Grill wird vom Vulkan versorgt. Hier haben wir immer noch diese blöde Gabel. Ich weiß gar nicht, wo man die herkriegt. So, hier haben wir gar nichts mehr. Und die Police hatten wir ja vorhin schon versucht. Die ging da nicht rein, oder? Ich kann die Versicherungspolice damit nicht benutzen. Nee. Schade, schade, schade. Die Broschüren haben wir schon genommen. Erzählt mir die Alte noch was? Vielleicht? Schon gut. Ups, ich wollte was anderes sagen. Gib's mir! Tot! Wie viele von diesen Karten hast du eigentlich? Gute Frage. Und nochmal. Wie wär's damit, mir nochmal die Tarotkarten zu legen? Dies ist das Werk des bösen Guybrush. Das Schicksal hat sich gegen dich verschworen. Und kein Mensch kann dagegen etwas unternehmen. Dein Weg ist vorherbestimmt. Okay, ich hab verstanden, was du meinst. Wirklich. Nur noch einmal für Guybrush. Lass mich raten. Tod. Verlasse diesen Ort. Hä? Du bringst uns alle in Lebensgefahr. Deine Gegenwart wird uns nichts als Krankheit, Verderben und Tod bringen. Oh ja? Ja. Nun... Dämon! Dämon! Haut die hier irgendwann ab? Madame Xima, ich... Hinfort! Du wirst allen, die dich umgeben, den Tod bringen. Das kann nichts Gutes hervorbringen.
Gut, also die macht schon mal nichts. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Ich habe bereits einen. Jeder weitere wäre Diebstahl. Gibt's irgendwo ein Bettlaken oder irgend sowas? Dass man mal Geist spielen kann? So blöd gedacht. Ich meine, hier sind ja die ganzen Bilder abgedeckt, aber man konnte es nicht anklicken, oder? Nee, anklickbar ist das hier alles nicht. Also, auch hier haben wir nur eine Tür. Ein Bullauge. Ich kann den Flur sehen. Autsch. Ist... Da darf ich mal raten. Ich habe ja einen zurechtgeschnittenen Bilderrahmen. Moment. Butsch. So. Jetzt gucken wir einfach durch das Bild und warten, bis der vorbeikommt. Nein. Geht doch. Oh, es gibt nichts Schöneres als Familie. Egal, was in der heillosen Unordnung des karibischen Cluburlaubs geschieht. Ich kann mich immer entspannen. Wissend, dass ich aus gutem, wohlhabenden Hause stamme. Erziehung. Das ist es, was zählt. Erziehung und Kultur. Genau wie bei Großvater Lambert. Erziehung, Kultur und viel, viel altes Geld. Das macht einen Mann stolz. Ja, definitiv. Das ist komisch. Ich kann mich gar nicht mehr entsinnen, dass Großvater Lambert so gewöhnlich aussieht. Verrückt. Es ist, als ob mich die Augen verfolgen. Ich kriege eine Gänsehaut bei solchen Bildern. Ja, aber jetzt erkennt er uns hoffentlich als Familienmitglied an, weil wir sehen ja aus wie Großvater Lambert. Er hat uns ja gerade mehr oder minder im Spiegelbild gesehen. Und das müsste eigentlich bedeuten, dass wir jetzt in die Familiengruft kommen, wenn wir uns nochmal einen Drink holen und dann sterben. So. Schau mich an, sehe ich nicht aus wie ein Meistersuppe? Jetzt, wo Sie es sagen, Sie erinnern entfernt an meinen Urgroßvater Karl Lambert Meistersuppe. Klammi? Die Leute zu Hause sagten mir immer... Du bist dem alten Fresssack Meistersuppe wie aus dem Gesicht geschnitten. Wissen Sie, ich glaube, Sie haben recht. Ach, ich frage mich, warum ich es nicht schon eher gesehen habe. Tja, was soll's. Ich könnte mich den ganzen Tag über die Geschichte der Meistersuppes unterhalten. Wie war das noch? Mit der ersten schicksalhaften Reise in die Karibik? Oh, Sie meinen die... Geil. Baron Salmon Biskde Meistersuppe 1621 begann. Exakt. Er landete auf Skep Island nur mit einem Löffel und einem Traum. Geil. In nur 4 Jahren baute er die größte Suppenrestaurantkette in der westlichen Hemisphäre auf. Bereits 1635 hatte er die ganze Familie Van Salat aus der Karibik vertrieben und besaß ein weltumspannendes Restaurant-Imperium. Streng genommen wurden die Van Salats nicht vor 1637 vertrieben. Und die Kette von Restaurants und Hotels der Meistersuppes wurde im südlichen Pazifik nie beliebt. Ah ja, okay, wie dem auch sei. Nun, mein Sohn, es scheint, als hättest du recht. Willkommen daheim, beim glorreichen Namen derer von Meistersuppe. Ich bin geehrt. Und als Meistersuppe steht dir jegliche Vergünstigung zu, die der Name mit sich bringt. Sofortiges Prestige in den Gefilden um Blood Island. 10% Rabatt in allen Meistersuppe-Feriensiedlungen der Karibik. Und natürlich medizinische sowie zahnärztliche Hilfe. Und das Beste von allem. Für den Fall, dass du tot umfällst, wirst du in der extravaganten Meistersuppe-Familiengruft begraben. Super. Es scheint, als wären all meine Träume wahr geworden. Ja, na dann brauchen wir einen Drink. Denn wir wollen ja diesen unverfluchten Diamantring haben. Und den hatte die
was war das? Großtante oder sowas. Ja, bei sich, als sie starb, sie hat die Fassung noch, ne? Also, ein Drink. Ich möchte einen Drink, bitte. Sicher. Was hätten Sie gerne? Grog. Puren Grog. Genau. Grog soll's sein. Hier bitte, Junge. Super. Ja, na dann kippen wir gleich um, wenn wir hier nochmal einschlafen, ne? Und los. Hoffentlich hat's geklappt. Oh mein Gott, er hatte einen plötzlichen und völlig unerwarteten Rückfall in den Tod. Ah, und das gerade, als wir uns wieder etwas näher kamen. Als sein Blutsverwandter ist es meine Pflicht, ihm ein angemessenes Begräbnis zukommen zu lassen. Ich schwöre feierlich, dass der betrauerte Wantan Meistersuppe in der Familiengruft der Meistersuppes beerdigt werden soll. Alles klar. Super. Na, Gott sei Dank haben wir einen Meise und einen Hammer. Super, jetzt sind wir also in der Gruft. Und jetzt ist die blöde Frage, wo und finden wir den Sarg, wo wir die Fassung für den Ring kriegen können. Gedenktafel. Es ist eine Gedenktafel für Mini, Strohne, Meistersuppe. Suppi. Huch. Hoppla, die ist ja noch da. Naja, mit Geistern kennen wir uns ja aus. Es ist ein Geist im Hochzeitskleid. Hallöchen. Sie sieht sehr traurig und einsam aus. Oh, hallo. Wer bist du und was machst du hier? Ich bin Mini Meistersuppe. Letzte in einer langen Reihe von Meistersuppe-Debütantinnen. Ich wurde hier exakt eine Woche nach meinem Hochzeitstag beerdigt. Ein Hochzeitstag, der nie kam. Was ist geschehen? Ich war die Inselschönheit von Blood Island. Wie viele Leute können das von sich behaupten? Oh, wie die Jungs mich anhimmelten. Mir wurde von den reichsten und schönsten Männern der Karibik der Hof gemacht. Aber alle Bewerber waren todlangweilig. Ich wollte einen gefährlichen. Ich wollte einen Piraten. Sag mal, wie verdienst du eigentlich dein Geld? Fußbodeninspektor. Oh. Dann eines Tages segelte ein richtiger Pirat mit seinem Schiff in die Bucht. Ich wurde sofort schwach und wir verlobten uns. Aber vor dem Altar hat er mich stehen lassen und ich starb an gebrochenem Herzen. Puh, das ist hart. Ich weiß. Ja, schöner Ring, aber das machen wir gleich. Gab es auch andere Bewerber, die du attraktiv gefunden hast? Nun, da gab es einen, bei dem hätte ich schwach werden können. Der junge Charles de Goulash, er hatte solch ein strahlendes Lächeln. Was geschah mit ihm? Ist schon komisch, ich habe keine Ahnung. Eines Abends stieg er im Hotel ab und ich sah ihn nie wieder. Ich glaube, da liegt er noch rum. Geh ins Licht! Wenn es nur so einfach wäre. Ich fürchte, ich kann diese Gruft nie verlassen, bis ich heirate. Bist du vergeben? Ja. Eine Schande. Du hast wirklich schöne Augen. Okay, weiter geht's. Wie komme ich aus dieser Gruft heraus? Es gibt für keinen von uns einen Weg aus dieser Gruft. Ich muss in diesem einsamen Grab spuken, bis ich einen Mann heirate, den ich wirklich liebe. Und du kommst nicht raus, weil die Tür abgeschlossen ist. Ja, soweit ist klar. Schöner Ring. Hey, schöner Ring. Habe ich etwas Falsches gesagt? Ich hasse diesen Ring. Er wurde seit Generationen in der Meistersuppe-Familie von Mutter zu Tochter weitergegeben.
Er sollte mein Trauring sein, bis dieser üble Pirat den Diamanten gestohlen und mich verlassen hat. Er ließ mich hier, damit ich an gebrochenem Herzen sterbe. Wo ist der Diamant für deinen Ring? Er ist weg. Er hat ihn genommen. Wer hat ihn genommen? Mein Liebling, mein Honigkuchen, mein Knuddelduddel, mein LeChuck. LeChuck ist dein Knuddelduddel? Er brach den Diamanten während der Totenfeier aus seiner Fassung. Ach, was war ich nur für ein Dummkopf. Er sagte mir, er wolle kurz hinausgehen, ein wenig frische Luft schnappen. Und weg war er. Wo hat LeChuck den Diamanten hingebracht? Der Prolet! Der Unhold! Er hat ihn den Schmugglern der Totenkopfinsel verkauft. Es ist so erniedrigend. Ich könnte mich zu Tode ärgern. Hat sie doch schon. Naja. Wenn du ihn nicht brauchst, kann ich deinen Verlobungsring haben? Dieser Ring bleibt an meinem Finger, bis ich einen Ehering habe, um ihn zu ersetzen. Okay. Das ist mir eine Spur zu unheimlich. Ich gehe. Also, ich habe eine Idee, was man machen müsste. Nein. Morbide. Genau. Geschmackvoll gemacht. Sehr schön. Geschmackvoll ist immer gut. Interessant. Da geht's nach hinten. Eine Brechstange. Super, die brauchen wir. Es ist eine Universalbrechstange. Gut. Still! Oh, das mache ich nicht noch einmal. Geil. Ich glaube, ich habe mir den Schädel gebrochen, ich Dummkopf. Geil. Das ist deine eigene Schuld. Hör auf, mich so zu erschrecken. Also habe ich dich erschreckt, oder? Nun ja, eher überrascht. Oh. Aber auf eine furchterregende Art und Weise überrascht. Du bist wirklich sehr, sehr furchterregend. Rede nicht so herablassend mit mir. Ich habe doch keine andere Wahl. Ich sah dich aus diesem Sack kommen. Heißt das, dass du tot bist? Nein, ich habe nur so getan, als ob... Verdammt! Ich dachte, wir könnten zusammen rumgeistern und eine Welle des Terrors in der ganzen Karibik verbreiten. Das soll also heißen, dass du mich nur meiner Beine wegen liebst? So was in der Art. Geil. Okay, Murray. Murray ist cool. Können wir den mitnehmen? Wir reden nochmal mit ihm. Hi, Murray. Och, der Arme. Nehmen wir ihn mit. Hey! Okay, also jetzt haben wir auch Mary. Geil. So, und dann haben wir hier eine riesige Spalte. Ah, und so kommen wir an die Lampe. Es ist eine glühende Laterne. Jetzt weiß ich auch, wofür der Arm mit Klebstoff da ist. Ich habe sie. Hey, was ist mit dem Licht passiert? Aber er liest mal weiter. Kein Problem. Okay. Netter Sargdeckel. Ich glaube, mehr müssen wir hier gar nicht machen. Sieht aus wie eine Halloween-Maske. Der Papagei hängt falsch rum. Es ist entweder ein toter Papagei oder eine sehr seltsame Fledermaus. Ja. Ich sag's doch, hängt falsch rum. Das ist das Zeug, aus dem richtig langweilige Träume sind. Das ist ein Haufen blöder Horrorgeschichten. Schmuddelig und grässlich zugleich. Es ist ein Poster für irgendein albernes Buch über untote Piraten. Es ist ein Dinosaurier aus Die Monster, um die sich die Zeit einen Dreck scherte. Hey, Mister! Hilfe! Was? Mister! Wer hat das gesagt? Wer erschreckt hier Mord, den alten Totengräber? Da hat es ein schreckliches Missverständnis gegeben. Ich wurde lebendig in die Meistersuppegruft eingesperrt. In Ordnung. Dieser Scherz ging weit genug. Ihr Kinder solltet euch was schämen. Es ist kein Scherz. Ich bin hier wirklich eingeschlossen. Ihr verrückten, langhaarigen Belger mit eurer Barockmusik. Habt mich einmal reingelegt. Schämt euch. Ein zweites Mal und ich müsste mich schämen. Das ist kein fauler Trick. Ich bin wirklich in dieser Gruft eingeschlossen. Ich habe eine spezielle Mixtur getrunken, die mich in ein Koma fallen ließ. Als man dachte, ich sei tot, hat man mich in diese Gruft gebracht. Ja, das stimmt. Das haben sie im Roman Tausch nie dein Essen mit einer Leiche gemacht.
Wenn ihr Kinder euch mal was Originelleres einfallen lassen würdet, könnte ich euch vielleicht glauben. Okay. Komm und sieh durch den Spalt. Oh, sicher. Ich drehe der Tür den Rücken zu und ihr diebischen kleinen Ganoven schleicht euch von hinten an mich und fesselt mich. Ich habe alles über eure unheimlichen Tricks in meinen Horrorromanen gelesen. Also nichts da. Okay, super. Du musst Horrorromane ja lieben angesichts dieser Sammlung. Geschichten aus dem Reich der Toten zu lesen, hilft mir, mich von meiner Arbeit abzulenken. Er ist Totengräber. Na gut. Warum verschwendest du dein Geld für solch einen Schund? Wenigstens benötigt mein mieser Schund keine Tausende von Mark teurer Hardware. Das sehe ich ein. Ja. Verdammt, du hast meine Täuschung durchschaut. Ich bin kein gewöhnlicher in einer Gruft gefangener Mann. Nun, was bist du denn dann? Ich verkaufe diese feinen Lederjacken. Ich bin Veganer. Ich hasse die Ausbeutung von Tieren. Echt? Aber was machen dann all die ausgestopften Köpfe an deiner Wand? Gute Frage. Von denen ist nur einer echt. Was ich sagen wollte war... Ich bin ein wütender und verwirrter Geist, welcher in dieser Gruft spukt. Dann mach, dass du vor mir erscheinst. Wie bitte? Wenn du ein echter Geist wärst, könntest du dich in einer geistartigen Form materialisieren. Steht alles in den Büchern. Dann lass mal sehen. Ist der unheilvolle Klang meiner körperlosen Stimme nicht Beweis genug? Ich hab eine Idee. Anscheinend nicht. Ich hab eine Idee. Okay. Ich werde jetzt im Dunkeln schmollen. Viel genau. Spaß noch. Wir machen jetzt ein bisschen Schattenspiel. Ich bin's nochmal. Der Kerl, der nicht in der Meistersuppegruft eingeschlossen ist. Was willst du? Boah, erzittere vor Furcht. Ich bin ein böser Geist. So. Du behauptest also, ein Geist zu sein. Natürlich bin ich das. Kannst du nicht meinen gespenstischen Umriss auf der Wand hinter dir sehen? Das? Das ist nicht der Umriss eines brutal gemarterten Geistes aus dem Jenseits. Nun, da ist ein Bild eines Geistes in meiner Ausgabe von Die Maske in der roten Matsche. Große leere Augenhöhlen, ein zahniges, gewissenloses Grinsen, glühendes inneres Feuer. So muss ein Geist aussehen. Du hast die Silhouette eines mageren Klappergestells. Okay, ich weiß, was wie ein Geist aussieht und was auch wirklich furchterregend und glüht und weiß ich nicht und was ein bisschen klappert und... Mary, zeig, was du kannst. Genau, der kann okay. Jetzt loslegen. Geil. Sterblicher Dummkopf, befreie mich aus diesem elenden Grab. Ich muss freigelassen werden, oder ich werde dich ewig verfolgen. Ich werde deine Schlüssel unter den Kissen deiner Polstermöbel verstecken. Und nie mehr wirst du Socken finden, die zusammengehören. Alles klar. Warte, ich komme. Perfekt. Gute Arbeit, Mary. Ich war schrecklich, nicht wahr? Oh, meine ja. Dämonischen Kräfte haben mich allmächtig gemacht. Oh, sieht aus, als hätte die Laterne kein Öl mehr. Sie ist offen. Jetzt mach dich vom Acker und lass mich in Frieden. Kein Öl ist nicht schön. Sie ist nutzlos jetzt, wo sie leer ist. Und ich dachte, die könnte man nochmal verwenden für den Leuchtturm. Aber nein, natürlich nicht. So wie immer. Aber wenigstens kommen wir aus der Gruft raus. Und wir haben eine Brechstange. Wir wissen, wo ihr Geliebter ist. Bist du bereit, unser berauschendes Abenteuer fortzusetzen? Mary? Wo ist der hin? Gute Frage. Schade, dass er gegangen ist.
Ich hätte gerne einen entsprechenden Totenkopf im Inventar behalten. Wir sind zurück. Hey, was für eine abgefahrene Geschichte ich zu erzählen habe. Ich war tot, aber ich lebe wieder. Wer will was davon hören? Menschen wie ihr verdienen es nicht, eine gute Geschichte zu hören. Schade. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Und befreien mal das Loch von den Brettern. Er spukt wieder. Geil. Okay. Aber diesmal werden wir ihn mal hier katapultieren. Schließlich sehen wir direkt auf den Friedhof. Hören. Ich habe gerade... Charles? Charles de Goulash? Bist du's wirklich? Minnie, es ist so lange her. Oh, Charles, das ist es, das ist es. Du siehst so anders aus. Wirklich? Nun, du hast dich kein bisschen verändert. Oh, Charles, du schmeichelst mir. Oh, aber du musst jetzt gehen. Aber warum? Jetzt, wo ich dich nach all den Jahren wiedergefunden habe. Was würden unsere Familien dazu sagen, wenn sie wüssten, dass wir an einem solch romantischen Abend allein beisammen sind? Minnie, dies mag überstürzt klingen, aber ich liebe dich, Minnie Meistersuppe. Oh, Charles, das darfst du nicht. Oh, ich kann nichts dagegen tun. Ich habe dich immer geliebt. Hörst du? Ich habe dich immer geliebt und werde es auf ewig tun. Komm jetzt mit mir. Durchbrennen? Oh, aber Charles, das gehört sich nicht. Denk an den Skandal, den es verursachen würde. Zur Hölle mit dem Skandal, Minnie. Oh! Heirate mich. Oh ja, Charles, ja, tausendmal ja. Dann küss mich, mein Herz. Und damit haben wir den Ring, zumindest die Fassung. Jetzt brauchen wir dann nur noch den richtigen Ring. Und da hängen wir immer noch an dem Punkt, dass wir irgendwie zur Totenkopfinsel müssen. Und die Frage ist, wie? Hast du sie gefunden, du verrotteter Hundekadaver? Nein. Nein, sie ist nicht auf Plunder Island, Captain LeChuck. Dann durchkämmt die Meere, ihr verknöcherten Ratten. Bringt sie zur Strecke und danach zu mir. Findet Guybrush Threepwood. Durch ihn findet ihr auch Elaine. Brennt jede Insel in der Karibik nieder, wenn es sein muss. Aber bringt mir meine Braut! Und wer? Salat! Verfluchte Haluk! Sie geben einem nie genug Salat bei diesen Sparmenüs! Genau. So, vielleicht kriegen wir ja jetzt. Achso, nee, der will ja einen Beweis. Wenn wir einen Beweis haben wollen, gehen wir mal kurz hier. Totenschein. Wir wussten's. Da gibt's den Totenschein. Hiermit wird bestätigt, dass Wantan Meistersuppe auf Blood Island der Tod ereilt hat. Zumindest einmal. Und das gehen wir jetzt denn. Denn der wollte ja einen Beweis haben, dass man verstorben ist, wenn man verstorben ist. Und Stan ist hier. Vielleicht kriege ich jetzt jede Menge Geld. Zurück bei Stans Allgemeine. Genau. Stans Allgemeine, gib mir mal Geld.
Ich möchte das Geld für diese Police ausbezahlt bekommen. Aber dies ist eine Lebensversicherungspolice. Du bekommst Geld, wenn der Policeninhaber stirbt. Ich bin tot, wirklich. Genau. Besitzt du irgendeinen Beweis, dass du tot bist? Nun, Herr Neunmal Klug, ich habe den Beweis genau hier. Einen Totenschein. Nun, dies muss irgendein Fehler sein. Es steht genau hier, in hochauflösendem Schwarz auf Weiß. Ich bin gestorben. Gib mir jetzt eine Riesenmenge Geld. Es sieht so aus, als ob ich keine andere hätte, als die Auszahlung zu authentisieren. Nein, du brauchst mir nur mein Geld zu geben. Genau das meine ich. Hat er doch gerade gesagt, gell? Oh, danke. Juhu, Geld! Entschuldigung, aber... Tut mir leid, mein Sohn, keine Zeit zum Quatschen. Jede Sekunde, die ich mit dir spreche, ist eine Sekunde, die mir bei meinen treuen Kunden fehlt. So, ich bin also kein treuer Kunde. Offen gestanden? Nein. Du stellst ein zu hohes Risiko dar. Hohes Risiko? Ich bin jung, Nichtraucher und ich laufe laut schreiend vor jeder lebensbedrohlichen Situation weg. Und doch hast du immer noch die Tendenz zu sterben und dann wiederbelebt zu werden und mein Geld wegzunehmen. Nun, ja. Es ist so, dass... Stimmt. Cool, Versicherungsgeld. Das ist eine Menge Geld. Das will ich nicht kaufen. Ja, jetzt haben wir immer noch das Problem. Hergestellt aus 100% reinem Lammspeck. Wohltut, das will ich nicht schmieren. Lammspeck? Es ist der Verschluss des Trinkgeldglases aus dem Hotel. Ja, wir müssen irgendwie eine Lichtquelle organisieren. Aber auch das kriegen wir noch hin. Kommt. Leute, bis hierhin hat es ja geklappt. Nee. Das da. Speichere ich schon auf dem Autosave. Das ist ja auch geil. Also, irgendwie müssen wir eine Lichtquelle organisieren. Und wir haben ja ein paar Glühwürmchen. Die würden reichen. Wenn man mich fragt. Aber die Glühwürmchen müssen wir auch erstmal... Moment mal. Mal blöd gedacht, hatten wir nicht eine Brechstange? Ich kann die Brechstange nicht damit benutzen. Ich kann die Brechstange nicht damit benutzen. Vielleicht aber mit der Tür? Kann man die aufhebeln? Alles denkbar? Ich kann die Brechstange nicht damit benutzen. Schade. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Gut, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wofür wir hier die Geldsumme brauchen. Ich gehe mal ins Dorf. Und gucken wir nochmal die Wärmehalteplatten an. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas sieht Interessantes. Aus wie ein Kuchen. Hey, das sieht aus wie ein Schiffskapitän, erster Mat, ein Professor und der Rest. Cool. Nein. Kann ich hier irgendwo was auffüllen? Ich kann das Glas nicht damit benutzen. Ich kann das Glas nicht damit benutzen. Okay. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Topf. Aber den Topf, da passiert nichts. Und bei der Statue, da ging, glaube ich, auch nichts. Kann man die aufmachen? Ich kann die Brechstange nicht damit benutzen. Ich okay, Leute. Dorthin zurück. Es ist zu gefährlich. Schade. Also oben geht's nicht weiter. Da gibt's eine Statue. Die Wärmehalteplatten. Dekorative Hauptfigur. Also ich glaube nicht, dass es hier wirklich noch was gibt, was wir machen können. Konnte man nur am Anfang viel einsammeln, aber jetzt nicht mehr irgendwas Sinnvolles machen. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie man Glühwürmchen anlockt. Habe ich nicht irgendwo ein Rezeptbuch? Es ist voll von Daten und lustigen Fakten, die man schon immer über die Meistersuppe-Familie wissen wollte. Das war das falsche Buch. Aber hier.
Ja, das ist auch nicht. Das ist nicht hilfreich. Nö. Nein. Diese Seite ist absichtlich leer. Das ist auch geil. Okay, also das bringt mir hier nichts. Sag mal, Leute, ich habe ja jetzt gerade eine Gabel. Ne? Also, mal blöd gedacht. Ich meine, in Brechstangen und eine Gabel. Kann man nicht raushebeln? Ich kann die Brechstange nicht damit benutzen. Ich kann die Brechstange nicht damit benutzen. Schade. Gut, also es war eine verrückte und kurze Idee. Ich gehe nochmal zurück. Tja, hier gibt es nur Meerwasser. Aber Meerwasser? Warum sollten... Ich fürchte, das Salz im Meerwasser könnte die angeschraubte Metalloberfläche zerfressen. Ja, das wäre auch nicht sinnvoll. Er ist jetzt damit beschäftigt, das Schiff zu reparieren. Okay. Ich brauche irgendwas, um die Windmühle benutzen zu können oder aufzubrechen oder irgend sowas. Und hier geht's leider nirgendwo weiter. Und hier haben wir nur noch Elaine, den Baumstumpf und die Glühwürmchen. Also das bringt leider auch nichts. Ich gehe mal zum Leuchtturm nochmal. Spiegel, Laternenhalter, Linse. Und mehr haben wir hier auch nicht. Strand. Zack, zack, zack. Meereswasser. Okay, also Meereswasser ist ja schön, aber Meerwasser brauchen wir nicht. Das haben wir schon gesehen. Und ansonsten ein Gummibaum, Felsen, also hier haben wir auch schon alles gemacht. Hier gibt es nur einen Sarg. Kann man jetzt den Sarg vielleicht öffnen? Nein. Nein. Liegt da was drauf? Nee. Die Gedenktafel bringt nichts. Meistersuppe ist Qualität. Ja, das wissen wir. Halt, war da was? Da ist eine Schüssel. Es ist Gemüsesuppe mit Rosinen? Ich fühle mich nicht gut dabei, den Toten ihre Suppe zu stehlen. Kann man die mitnehmen? Ich kann das Glas nicht damit benutzen. Da ist noch eine Schüssel. Sieht aus wie Minestrone mit Spinnweben und Mäuseknochen. Garniert. Geil. Ich kann das Glas nicht damit benutzen. Nein. Ja, und das ist nur der Sarg. Okay, also das bringt uns auch nichts. Ich gehe mal weiter nach hier hinten. Tja, hier ist ja auch nichts. Sie hatten wir ja schon einmal abgesucht. Willkommen zurück bei Stans Allgemeine. Ja, und hier war auch nichts. Wobei, stimmt nicht. Da ist Wasser. Guck mal, da ist ein Wasserkühler. Vielleicht kann ich mir Wasser mitnehmen. Ich kann das Glas nicht damit benutzen. Schade. Piraten trinken kein pures Wasser. K-
kann er mir vielleicht irgendeine Art von süßen Drink geben, dass ich damit die Glühwürmchen anlocken kann. Ich möchte einen Drink, bitte. Sicher. Was hätten Sie gerne? Geben Sie mir einen großen, fruchtigen Drink mit einem Schirm drin. Gute Wahl. Es ist der köstliche Geschmack der Inseln. Hergestellt aus Zitronen, Grapefruit und Hackfleisch. Hey, kriege ich nicht einen dieser dekorativen Schirme für meinen tropischen Drink? Ich glaube, wir haben keine. Oh. Nein, ich habe mich vertan. Ich habe diesen hier. Geil. Und den brauchten wir. Okay. Das bringt nichts. Papa Pichu, hier hast du deinen Becher zurück. Geil. Gut, also. Dann kommen wir endlich auch auf die Windmühle. So affig, wie es klingt. Das ging mit dem Schirm. Das ist Mary Poppins-Style. Das funktioniert, indem wir uns an die Windmühlen, Räder daran hängen, an die Blätter und nach oben transportiert werden. Wusch. Und was ist das? Es ist voll mit vergorenem Zuckerwasser, das zur Rumproduktion benötigt wird. Zuckerwasser, na endlich. Es ist jetzt voller Zuckerwasser. Genau. Ach, da geht's nach unten. Ja, jetzt kommen wir auch ohne Probleme hoch. Das ist schön. Ja, damit haben wir diese Karte dann auch schon abgegrast. Jetzt können wir die Glühwürmchen einfangen. Die es auf der Lichtung da unten gibt. Und wenn wir die haben, müssten wir eine Leuchtquelle haben für den Leuchtturm. Und dann können wir zur Totenkopfinsel hoffentlich rüber. Ich habe keine Ahnung, ob es klappt, aber... Eigentlich müsste es genau so funktionieren. Sobald wir auf der Insel sind, auf der Lichtung sind, mache ich mal einmal ein fixes Speichern, weil, wie war ja gestern. Was war denn das? So, einmal fix gespeichert. Denn wie ich gestern gelernt habe, sollte man öfters mal speichern. Das Programm kann doch leider abstürzen. Und wenn, dann ist es ärgerlich. Es ist voll mit leckerem, köstlichem Zuckerwasser. Wette, das Wasser schmeckt gut. Und schon haben wir unsere Leuchtquelle. Geil. Aber damit die nicht abhauen, machen wir einen Deckel drauf und gut ist. Sie sind da drin gefangen und leuchten wie verrückt. Supi. Nein. Den Stumpf wollten wir nicht nehmen. Okay. Dann ab zum Leuchtturm. Es gibt kein Licht. Oh nein, die Glühwürmchen sind alle erstickt. Ich habe Löcher in den Verschluss des Glases gemacht. Ich muss das Glas irgendwo anders benutzen. Also nochmal das Ganze. Hoffentlich ersticken sie mir jetzt nicht, aber das ist so typisch, ne? Also, man muss hier aber auch immer an alles denken. Sie sind da drin gefangen und leuchten wie verrückt. So, hoffentlich funktioniert es jetzt. Ja, sieht besser aus. Ne? Da. Der Leuchtturm funktioniert jetzt. Ja, geil. Geht doch. Und da ist der Fahnen bei Lisa ein wenig tot. Hat sich ein bisschen zu lange verfahren. Auch schön. Einschüchternd. Wer bist du? Ich. Ich bin der verlorene Waliser. Wow,
Ich bin der Fährmann zwischen der Totenkopfinsel und dieser hier. Lange Zeit verloren in den eisigen Nebeln des Ozeans. Oh, wie ich diesen verdammten Nebel hasse. Wirklich? Ich mag Nebel, ich finde ihn hübsch. Nun, sicher ist Nebel hübsch. Aber Teufel, ist der öde. Ja, das stimmt. Kann ein bisschen trist sein. Ich würde gern raus zur Totenkopfinsel, bitte. Genau. Ich werde mich ohne Kompass nie wieder in diesen scheußlichen Nebel hinauswagen. Zu oft schon forderte ich das Schicksal heraus. Und sieh nur, was es mit meinen Klamotten angestellt hat. Geil. Schau mich an. Ich bin triefnass. Also, ja. Weißt du, rein zufällig habe ich einen Kompass dabei. In diesem Falle, armseliger Sterblicher, werde ich dir den Weg weisen. Raue See und unaussprechliche Gefahren erwarten dich auf der mysteriösen Totenkopfinsel. Ich habe keine Angst. Die wirst du bekommen. Die wirst du bekommen. Na, dann sind wir mal gespannt, wie die aussieht. Und los geht's. Spannung? Die Totenkopfinsel. Da hinten ist sie. Hinter dem Nebel. Selbst die tapfersten Männer müssen sich vor diesem Ort fürchten. Nimm deinen Mut zusammen, Junge. Jetzt, bevor du auf den schrecklichen, fürchterlichen Anblick der Totenkopfinsel starrst. Das ist eine Ente. Wovon redest du? Siehst du den Totenkopf nicht? Diese Insel sieht überhaupt nicht wie ein Totenkopf aus. Sie sieht aus wie eine große, ungeheure Ente. Sie sollte Enteninsel genannt werden. Weißt du, du musst schielen und deinen Kopf so drehen und... es ist ja so furchteinflößend. Wenn du schielst und deinen Kopf so drehst, sieht sie aus wie ein Häschen. Naja, egal. Siehst du das Licht da oben auf dem Felsen? Das ist die Schmugglerhöhle. Sie wird von König André geleitet, dem größten Schmuggler der Welt. Und seinem miesen Gehilfen Kraft. Aber wie komme ich dort hoch? Du musst oben auf die Klippe gelangen. Warum kommst du nicht mit? Nein, du musst alleine gehen. Dort wird jemand sein, der dir helfen wird. Aber ich warne dich, hüte dich vor König André. Er ist so unbarmherzig, wie er kahlköpfig ist. Viel Glück. Danke. Okay. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas Furchterregendes, aber nein, es ist nur Windwart. Ich wette, er kann mir helfen, die Schmugglerhöhle zu finden. Hallo, kannst du mir sagen, wo ich die bösen Schmuggler der Totenkopfinsel finde? Keine Ahnung. Oh, warte mal. Ich glaube, ich hatte da mal etwas in der Richtung beim Orientierungsseminar. Lass mich nachdenken. Die Höhle ist auf halbem Weg diese steile Klippe hinunter. Steig auf diesen Lastenaufzug. Ich lass dich runter. Sieht ziemlich wackelig aus. Bist du sicher, dass er sicher ist? Nein. Hab ihn vorher noch nie benutzt. Aber ich bin sicher, dass es nicht so gefährlich ist. Ich bin nur als Aushilfe hier. Der reguläre Aufzugswärter, Muckibart, ist krank. Deshalb bin ich eingesprungen. Ich schätze, das ist in Ordnung. Wie ist dein Name? Er lautet Lafus. Könntest du mich zur Höhle der Schmuggler herablassen? Sicher, kann ich. Du wiegst nicht mehr als, lass mich schätzen, 20 Pfund, richtig? Genau genommen um die 120. Oh. Nun, probieren kann nicht schaden, richtig? Bist du dir dabei ganz sicher? Oh ja, du siehst gar nicht so schwer aus. Ist dieser Knoten auch fest angezogen? Los geht's! Das wird was. Okay, gib mir ein kleines bisschen Seil nach. Hoppla! Okay, das ist zu viel Seil! Mary Poppins. Komm. Hat doch geklappt. Wir sind angekommen. Hallo, na,
Nachbar, haben Sie vielleicht ein paar Diamanten? Genau. Wussten Sie schon, dass ich gerade entkommen bin? Geh weg. Verdammt, das probiere ich besser noch einmal. Guten Tag, ich bin der neue Diamanteninspektor der Totenkopfinsel. Ich muss jeden Diamanten sehen, den Sie haben. Jeden einzelnen. Los, Leute, Dalli Dalli, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich mag diesen Mann nicht. Töte ihn. Verdammt, das probiere ich besser noch einmal. Zur Seite, oder ich werde Sie umhauen. Ich werde Sie umhauen mit meiner unglaublich höflichen Art. Es scheint, wir haben einen unerwarteten Besucher, Kraft. Kümmere dich um ihn. Verdammt, das probiere ich besser noch einmal. Also, wo ist der riesige Diamant, den ihr Typen haben sollt? Auf ihn, Kraft. Verdammt, das probiere ich besser noch einmal. Okay, jetzt macht das Sinn, warum wir die Versicherungspolice uns vorhin ausgezahlt lassen haben. Damit wir hier nämlich so viel Geld haben, dass die uns zuhören. Ich habe so viel Geld, dass es schon fast peinlich ist. Besser. Seien Sie gegrüßt. Unterhalten wir uns, Mr. Threepwood. Guybrush Threepwood. Genau. Sehr gut, Mr. Threepwood. Ich bin König André und das ist mein Partner Kraft. Haben Sie etwas Besonderes gesucht? Den Meistersuppe-Familiendiamanten. LeChuck hat ihn gestohlen, Sie haben ihn gekauft, ich will ihn haben. Sofort. Bitte? Sir? Aber wir haben so viele Qualitätswaren hier im Piratenclub. Unsere Preise fallen jeden Tag. Hier gibt es alles, was sich ein Pirat oder Piraten-Azubi wünschen könnte. Zum richtigen Preis. Genau, aber ich will doch nur den Diamanten. Sie sind eine ziemlich seltsame Person. Der Meistersuppe-Diamant ist das Kernstück meiner Sammlung. Die fantastische Energie, die ihn durchströmt, ist der Schlüssel zu all meiner Macht. Kann ich ihn also haben? Natürlich nicht. Außer Sie geben mir etwas anderes dafür. Und was wollen Sie? Der Diamant gehört in ein Museum. Das gleiche gilt für postimpressionistische Gemälde, Mr. Threepwood. Das gleiche gilt für postimpressionistische Gemälde. Aha. Was zum Teufel soll das heißen? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Eines Tages werden Sie es verstehen. Okay. Soll ich etwa reden? Nein, Mr. Threepwood. Ich erwarte, dass Sie etwas kaufen. Okay. Sie sind verrückt. Bin ich verrückt? Bin ich es? So ein bisschen. Ist es verrückt, in einer Höhle auf der Spitze einer verlassenen Insel zu sitzen? Unmengen von Gold und Juwelen und Stofftieren zu horten? Beute aus der Karibik anzuhäufen und die Ersparnisse an Sie weiterzugeben? Ist das verrückt? Oder genial? Gutes Argument. Ich nehm's zurück. Ich bin nicht verrückt. Meine Preise sind es. Okay. Ihr übler Plan wird nie funktionieren, André. Aber er ist makellos. Eine sorgsam platzierte Reihe von Sprengladungen, die über Blood Island verteilt sind, alle von einem Satellitennetzwerk in einer geostationären Umlaufbahn gesteuert, und nur ein Mann hat Zugriff zum Hauptschalter. Boss? Ich bin dieser Mann, Threepwood, und... Boss? Ja, Mr. Kraft? Machen wir unser Spiel? Ah ja, natürlich. Okay, er ist wirklich verrückt. Eindeutig. Vielleicht könnten wir ins Geschäft kommen. Wie Sie wünschen. Sie sind ein formidabler Gegner, Mr. Threepwood. Aber es sieht so aus, als ob unser Katz-und-Maus-Spiel ein Ende hat. Es ist ein perfekter Diamant. Einer der größten, die ich je gesehen habe. Ich nehme ihn. Und daher hat er einen sehr hohen Preis. Genug des Verhandelns. Wie viel? Er kostet Sie eine Riesenmenge Geld. Haben Sie so viel? Nun, ich habe eine Menge Geld. Ha, nicht genug. Mein Partner hat recht. Wir können Ihnen nicht für weniger als eine Riesenmenge Geld geben. Aber vielleicht können wir ein Geschäft machen. Jo. Mein Partner und ich spielen gerne Karten.
Poker, um genau zu sein. Können wir. Wie wäre es mit einer kleinen Wette? Wenn Sie uns besiegen, gewinnen Sie den Diamanten. Hört sich fair an. Ja, fair. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Mit diesem Lachen aufhören? Das nervt ungemein. Alter, der kann das so gut. Der kann das wirklich gut. Die Frage an Sie ist, haben Sie Lust, bei unserem Kartenspiel mitzumachen? Hört sich spaßig an. Ich bin dabei, Glatzkopf. Sie müssen Ihren Einsatz bringen, um am Spiel teilzunehmen. Nun, wie viel brauche ich? Nicht sehr viel. Klar, das geht in Ordnung. Das ist eine Menge Geld. Ich gebe Ihnen besser nur einen Teil davon. Haben Sie schon einmal Poker gespielt, Mr. Threepwood? Nein, stellen Sie sich vor, dies ist mein allererstes Mal. Dann erkläre ich es Ihnen kurz. Das Spiel ist die einfachste Variante des Fünf-Karten-Spiels. Ich gebe jedem von uns 5 Karten. Wir zeigen uns gegenseitig unsere Karten und der Spieler mit dem besten Blatt gewinnt. Woher weiß ich, welches das beste Blatt ist? Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie sie uns einfach. Sie vertrauen uns doch, oder? Nicht wirklich. Natürlich vertraue ich Ihnen. Sehr geil. Schön. Lasst uns anfangen. Super. Gute Karten. Daddy muss einen Piratenfluch aufheben. So. Werfen Sie einen Blick in Ihre Karten. Moin, ich. Willkommen im Stream. Ich habe ein wirklich schlechtes Blatt. Offenbar finden Sie Ihr Glück nicht in den Karten. Ich dachte, wir wären uns einig, dass Sie nicht mehr so lachen wollten. Ich habe ein Full House. Asse und Könige. Du verlierst. Möchten Sie es noch einmal probieren? Ja. Darauf könnt ihr wetten. Ich werde diesen Diamanten gewinnen. Machen Sie Ihren Einsatz, Mr. Threepwood. Sehr schön. Lasst uns anfangen. Kommt, los geht's. Werfen Sie einen Blick in Ihre Karten. Die Karten mal mit den Tarotkarten. Ein Fünfling. Genau. So. Nicht einmal ihr könnt einen Fünfling schlagen. Sie haben recht, Mr. Threepwood. Wir können einen Fünfling nicht schlagen. Mhm. Die Frage bleibt jedoch, ob sie ein Paar schlagen können. Ein Paar? Ein paar mörderische Schmuggler. Hä? Ups. Uns, Mr. Threepwood. Ich rede von uns. Wir werden dich töten. Oh, jetzt begreife ich. Nicht nett. Ich ein Paar schlagen kann. Das ist ganz schön clever. Wirklich nicht nett. Nun, nun, meine Herren, lassen Sie uns nichts überstürzen. Hier draußen ist ein Bote mit einem Paket. Du Idiot! Du hast das Licht ausgeblasen! Ich habe den Diamanten. Nicht lange, du Kleiner. Autsch! Knall ihm eine, nicht mir, du Kretter! Wen nennst du einen? Da ist er! Auf ihn! Ich habe alles, was ich von den Schmugglern brauche. Gut, lass uns diesen Ort des Bösen verlassen. Viel Glück für deine weiteren Abenteuer, Guybrush. Was? Du meinst doch nicht etwa das? Ich fürchte schon. Diese Arbeit ist zu gefährlich für mich. Ich suche mir eine dauerhaftere, sichere Arbeitsstelle. Ich habe gehört, auf Skep Island wird ein Chefkoch gesucht. Man wird dich schmerzlich vermissen. Ich weiß, aber mein Schicksal liegt da draußen. Irgendwo, jenseits der wogenden Wellen. Leb wohl, guter Freund Waliser. Oh, warte. Wo liegt nochmal Skep Island, sagtest du? Ost-Nord-Ost. Du kannst es nicht verfehlen. Tausend Dank. Ah, ups. Ich hab vergessen, ihm zu sagen, dass diese Nadel nur für kurze Zeit magnetisch ist. Ja, okay, dann wird er demnächst wieder auf dem Meer treiben und nicht wissen, wohin so. Ja, das Spiel ist einfach geil. Das ist einfach gut. So. Ich mach mal ein... Ups, was ist denn jetzt? Ah. So, jetzt aber. Da hat gerade
meinen Browser gesponnen und jetzt speichere ich mal vorsichtshalber hier einmal. Wir haben alles. Ich habe jetzt alles, damit ich den Fluch aufheben kann. Endlich kann Elaine wieder zurück ins Reich der Lebenden. Ich müsste bald durch sein. Also es müsste noch ein weiteres Kapitel oder sogar zwei kommen, aber die sind in sich kurz. Also wir haben ja jetzt alles, um den Fluch aufzuheben. Du hast gestern eigentlich nur die gesamte Karte hier, also diese Insel verpasst. Wir haben alles zusammengesucht, um einen Diamantring praktisch wieder zusammenzusetzen. Um genau zu sein, brauchten wir einen enorm großen, unverfluchten Diamanten und den dazugehörigen Ring. Das ist ein massiver Diamantverlobungsring. Genau, den haben wir jetzt zusammengesetzt. Und jetzt können wir unsere Geliebte praktisch wieder zurückverwandeln. Elaine, geht es dir gut? Guybrush? Wo sind wir? Alles in Butter. Wir sind auf Blood Island. LeChucks Ring war mit einem schrecklichen Fluch belegt, aber ich habe es wieder in Ordnung gebracht. Du bist in Sicherheit und alles wird gut. Alles wird gut? Oder auch nicht. Um ja, ich will zu kreischen. Wo sind wir? Erinnerst du dich nicht mehr an diesen Ort, Threepwood? Vor nicht allzu langer Zeit habe ich dich hier eingesperrt, damit du üble Qualen durchlebst. Warte, ich erinnere mich. Ich habe diesen Ort schon mal gesehen. In einem schrecklichen Albtraum. Es war kein einfacher Albtraum, Guybrush. Erforsche deine Gefühle. Du weißt, dass es wahr ist. Oh nein, es kann nicht sein. Aber es ist so. Es ist der Jahrmarkt der Verdammten. Ei, der Jahrmarkt der Verdammten. Du Ungeheuer, warum hast du uns hierher gebracht? Da gibt es zwei Gründe, du armseliger Freibeuter. Ich werde dich foltern und töten und Elaine mit einem Schatz überhäufen. Du vergeudest deine Zeit, LeChuck. Elaines Liebe lässt sich nicht erkaufen. Ah, aber es ist ein ganz spezieller Schatz. Der berühmte Schatz von Big Whoop. Big Whoop? Ei, genau der Piratenschatz, den du gesucht hast, bevor ich dich erwischt habe. Was ist denn so besonders am Schatz von Big Whoop? Ist es nicht wie jeder andere Piratenschatz? Ich verstehe. Du kennst die schreckliche Kraft von Big Whoop noch nicht. Ich schätze nicht. Zittere vor Angst, Threepwood, wenn ich dir sage, dass Big Whoop ein verdammtes Portal zu einer dämonischen Unterwelt ist. Okay. Die Schätze von Big Whoop sind die direkten Tore in die Hölle. Huch. Aber wie soll Big Whoop Elaine dazu bringen, dich zu lieben? Elaine wird die Tore von Big Whoop passieren, so wie einst ich. Herab zur pechschwarzen Finsternis der infernalischen, niederen Regionen. Du musst wissen, Big Whoop hält für alle, die hindurchgehen, das größte Geschenk von allen parat. Die Unsterblichkeit. Aber zu welchem Preis? Preis? Ha!
Zugegeben, die Leute finden mich neuerdings ein bisschen unnahbar. Und an den Geruch muss man sich eine Weile gewöhnen. Aber es ist die Sache wert. Jetzt, wo ich die Macht habe, Elaine dazu zu bringen, mich zu lieben. Aber wenn du Elaine tötest, würde sie dich nicht noch mehr hassen? Ei, anfangs schon. Aber bald wird sie verstehen, welch großes Geschenk ewiges Leben sein kann. Und außerdem ist bei Toten der Kreis potenzieller Partner erschreckend klein. Sie wird mir einfach noch eine Chance geben müssen. Okay. Dieser ganze Vergnügungspark, warum? Der Big Whoop Vergnügungspark war die brillanteste Idee. Einmal die Gewalt über Big Whoop in meiner Hand, würde es ein leichtes sein, Elaine zur meinen zu machen. Ich verstehe, aber nochmal, warum ein Vergnügungspark? Darauf komme ich noch zurück. Ich wusste, dass Elaine ein wenig überredet werden musste und dass ich eine Armee brauchte. Eine schreckliche Armee der Untoten. Okay, aber warum ein Vergnügungspark? Lässt du mich wohl ausreden? Ich rede nicht nur, um mich selbst zu hören, klar? Du hast recht, ich war unhöflich. Fahr bitte fort. Jeder weiß, dass das Leben eines Seemannes ein langes, hartes, einsames Leben ist. Seeleute sehnen sich monatelang nach ein paar freien Tagen. Und weißt du, was sie als erstes suchen, wenn sie in den Hafen kommen? Hm? Nun, einen familienorientierten Vergnügungspark. Ach, danach. Natürlich. Sie kommen, um auf der riesigen Achterbahn zu fahren, der großartigen Affenberg-Achterbahn. Sie erreichen den höchsten Gipfel, um dann mit den Armen nach oben, wie Affen schreiend, in einen großen Lavastrom den Hang herabzubrausen. Das hört sich nicht im geringsten nach Spaß an. Ei, ist es auch nicht. Eigentlich ist es geradezu unangenehm. Aber wenn sie auf der anderen Seite ankommen, sind sie geeignete Krieger für meine Skelettarmee der Verdammten. Wie freundlich von ihm. Ja, und im Hintergrund läuft hier immer mal wieder ein Affe vorbei. Da sieht man immer den Schwanz. Echt geil. Man ist ja auf Monkey Island, der Affeninsel. Wie hast du Big Whoop gefunden? Das ist eine lange Geschichte. Bist du sicher, dass du sie hören willst? Beginnt die Folterung gleich nach der Unterhaltung? Ei! Dann mach weiter. Als ich noch lebte, verachtete Elaine mich. Nein. Nein, nein, es ist wahr. Mittlerweile weiß ich sicher, sie mochte mich überhaupt nicht. Aber ich musste ihr meinen Wert für sie beweisen, weißt du? Also stach ich in sie, um das legendäre Geheimnis von Monkey Island zu ergründen. Was ist das Geheimnis von Monkey Island? Das Geheimnis von Monkey Island? Ich könnte es dir erzählen, aber mir wäre lieber, dass du es errätst. Ja. Dass eine Fortsetzung niemals so gut wie das Original sein kann? Lügen! Schmutzige, dreckige Lügen! Nein, es ist wesentlich komplexer als das. Es ist ein altes Geheimnis, streng bewacht von den Eingeborenen und Piraten, die zufällig... Du kennst ja nicht einmal das Geheimnis von Monkey Island, oder? Nein, nicht wirklich. Nun denn, weiter mit deiner Geschichte. Nach ein paar Tagen geriet mein Schiff in einen fürchterlichen Taifun und wurde auseinandergerissen. Ich wäre ertrunken, aber einige Haie fanden mich und brachten mich ans Ufer von Blood Island. Da war ich nun, ausgesetzt und ohne Hoffnung, Elaines Herz zu gewinnen. Ich dachte, meine Glückssträhne wäre vorbei, aber eines Tages ging ein Schiff vor Anker. Es war das Schiff von Captain Marley, Elaines Großvater. Ich begann eine Unterhaltung mit Rum Rogers Senior, dem ersten Mat auf dem Schiff. Und nach dem Einsatz einiger Drinks fand ich heraus, dass sie die Karte zum legendären Schatz von Big Whoop hatten. Obwohl ich weder Schiff noch Geld hatte. Warte. Okay, das erklärt jetzt, da schlägt so ein bisschen die Brücke zwischen Teil 3 und 2 hier, dieses ganze Gespräch. Weißt du eigentlich, dass du als Einschlafhilfe ein Vermögen machen könntest? Obwohl ich weder Schiff noch Geld hatte?
plante ich, Marlies Mannschaft zum Schatz zu locken und ihn für mich allein zu beanspruchen. Ich hatte nicht das Geld, ein neues Schiff zu kaufen, aber ich besaß noch meinen größten Trumpf. Die Fähigkeit, mit deinem Atem Fliegen zu töten? Aber ich besaß noch meinen größten Trumpf. Diesen undefinierbaren LeChuck-Charme. Eine der reichen jungen Debütantinnen auf Blood Island konnte ihm nicht widerstehen. Nach einer Woche mit mir wäre sie mir bis ins Grab gefolgt. Leider hatte sie keine Gelegenheit dazu. Ich brach den Diamanten aus dem Verlobungsring ihrer Familie und verkaufte ihn für den Preis eines neuen Schiffes an einige halsabschneiderische Schmuggler. Okay, also, wie wir vorhin gesehen haben, ist sie ihm ins Grab gefolgt, denn sie ist eine Woche später, nachdem er den Diamantring geklaut hatte, einfach an gebrochenen Herzen gestorben. Ja, wir haben sie ja getroffen, ne? Stand ja in der Gruft. Du Schuft! Ich wurde schon schlimmer beschimpft. Mit meinem neuen Schiff überholte ich Marlies Mannschaft leicht und trieb sie nach Big Whoop, das zufällig hier auf Monkey Island lag. Was ist mit Captain Marley und seiner Mannschaft geschehen? Ihr Schiff erreichte Monkey Island eine halbe Stunde nach meinem. Aber sie kamen zu spät, um mich davon abzuhalten, meinen Preis in Anspruch zu nehmen. Und sie sahen zu, wie ich das Portal von Big Whoop passierte. Jämmerliche Feiglinge waren sie, übermannt von dem, was sie sahen. Sie flohen voller Entsetzen von der Insel. Marley riss eine Schatzkarte in 4 Stücke und versammelte seine Mannschaft um sich. Da waren Rum Rogers Senior, der erste Mat, Rapscallion, der Koch, und der junge Lindy, der Kajütenjunge. Marley gab jedem ein Stück der Karte und behielt 1 für sich. Sie versprachen, diese Kartenstücke mit ihrem Leben zu bewachen. Ich sorgte dafür, dass sie ihr Versprechen einhielten. Sie waren die einzigen Lebenden, die von Big Whoop wussten. Ja, und Guybrush hat im zweiten Teil alle Kartenstücke gesammelt, gefunden, zusammengesetzt und dann ist er ja zur Insel, wo Big Whoop versteckt war, gereist und landete in dem Jahrmarkt. Das wissen wir eigentlich schon alles, ja. Was geschah mit Rum Rogers Senior? Er nahm in der Nähe von Fat Island ein Bad in seiner Kabine. Trank Rum und aß Toast, wie er es immer beim Baden tat. Als der Toaster mysteriöserweise in die Wanne fiel. Erschreckend. Ja. Sein Sohn erbte das Kartenstück, aber er war ein zu großer Trunkenbold, als dass er seine Bedeutung hätte verstehen können. Was geschah mit Rapscallion, dem Koch? Rapscallion starb bei einem plötzlichen Feuer in seiner Wurstbude auf Scat Island. Das stimmt. Ich habe ihn mit einem Voodoo-Zauber ins Leben zurückgeholt. Ich erinnere mich genau. Genau, so sah das aus. Guybrush. Guybrush. Oh, Entschuldigung, ich war etwas abwesend. Was sagtest du doch gleich? Ich wusste von Raps Neigung, seine Gasbrenner anzulassen. Also sorgte ich dafür, dass er zu seinem 55. Geburtstag eine komplett angezündete Torte geliefert bekam. Du konntest die Explosion des Booty Island hören. Das ist ja schrecklich. Grillwürstchen, in der Tat. Morgen Des. Willkommen im Stream. Wie du siehst, bin ich weitergekommen. Und es gab hier in dem Spiel nicht nur Toaster. Es gibt hier noch viel andere Dinge, die zu der Zeit eigentlich gar nicht existierten. Also, das ist ja das Skurrile dran. Was wurde aus dem jungen Lindy, dem Kajütenjungen? Um sein Leben bangend kam er zu mir und bettelte um Gnade. Im Gegenzug dafür, die Lage von Big Whoop nicht zu enthüllen, ließ ich ihn leben. Als Zeichen meiner Dankbarkeit lieh ich ihm ein Vermögen, das er nahm, um eine erfolgreiche Werbefirma zu gründen. Als er sich erstmal an seinen reichen Lebensstil gewöhnt hatte, kehrte ich zurück, um seine Schulden einzufordern. Ich übergab ihm eine so dämonisch und bösartig kalkulierte Abrechnung, dass er zum Scheitern verurteilt war. Zuckerbrot und Peitsche. Innerhalb eines Monats war er mittellos und verrückt, ein gebrochener Mann. Er verkaufte sein Hab und Gut und war so verzweifelt, dass er auf einen Wanderzirkus hereinfiel.
Er starb, als er ohne Helm mit einer Kanone abgeschossen wurde. Niemand kann so verzweifelt sein. Ja, also ein Helm muss schon sein. Und wenn es nur ein Topf ist, so wie wir das im ersten Teil gemacht haben, ne? Welches Schicksal ereilte Captain Marley? Ich lauerte ihm auf, als er am American Cup teilnahm. Ich enterte sein Schiff und entschied mich, ihn über sein eigenes Schicksal bestimmen zu lassen. Er hatte die Wahl, mir die Hand seiner Enkelin zu geben oder einen noch schrecklicheren Tod zu erleiden als alle seine Mannschaftskameraden. Und? Was hat er dazu gesagt? Eigentlich sagte er mehrere Dinge. Oh, dieser Schmerz. Aufhören, du bringst mich ja um. Und einige andere Dinge. Ich habe sie alle vergessen. Ich ließ ihn tot zurück und lenkte sein Schiff in einen Strudel, dem selbst der tüchtigste Kapitän nicht entkommen konnte. Du bist unglaublich entsetzlich und scheußlich. Oh, danke. Und irgendwie charmant. Ich bin immer noch verwirrt wegen des Jahrmarkts. Dann frag mich. Als Schöpfer und Gründer kann ich dir alle Fragen beantworten. Wie konntest du einen Vergnügungspark auf einer verlassenen Insel bauen? Gute Frage. Am Anfang braucht man ein erfolgreiches Entwicklungsteam. Ich habe die Karibik durchkämmt und nach den besten und brillantesten Künstlern, Ingenieuren und kreativen Leuten gesucht. Nach einer langen Phase von Rekrutierung, Einschüchterung und des Mordens machte sich meine Mannschaft an die Arbeit, große Waldflächen auf Monkey und Dinky Island zu roden und abzubrennen. Das muss eine zermürbende Arbeit gewesen sein. Ei, das war es. Zum Glück wurden hunderte von Männern von Malaria, wilden Tieren oder Bauunfällen dahingerafft. Ich dachte, das Geheimnis von Big Whoop läge auf Dinky Island. Dinky Island ist ein Atoll direkt vor der Küste von Monkey Island. Aber es ist mit einem Labyrinth von mysteriösen Tunnels verbunden, die direkt unter dem Meeresboden liegen. Und obwohl du auf Dinky Island nach Schätzen gegraben hast, warst du auf Monkey Island, als du meinen Vergnügungspark gefunden hast. Sehr ordentliche Erklärung. Ei. Naja, irgendwie musste man ja auch den Wirrwarr da am Ende von Teil 2 mal erklären. Welche Attraktionen gibt es hier? Wir sind stolz auf Big Whoops Vielfalt und Authentizität der Attraktionen. Wir verwenden eine zauberhafte Mischung von Kunst, Technologie und vertraglicher Knechtschaft, die wir gerne Dynamo Affelectric nennen. Erschreckend echt aussehende Häute und andere Körperteile sind an einem Gestell aus Getrieben, Servos und Flaschenzügen befestigt. Alles aus einem bemerkenswert leichten Verbundwerkstoff hergestellt. Faszinierend. Wie treibst du die ganzen Karussells an? Das ist eine gute Frage. Wie du vielleicht schon weißt, wird die Energie von Big Whoop aus seiner Position als infernalische Verbindung unserer Welt mit der schrecklichen Manifestation des Bösen an sich geschöpft. Na, natürlich. Aber wie alle Treibstoffquellen reicht auch diese nicht ewig. Deshalb ist es unsere Aufgabe, wo immer möglich sparsam mit den dämonischen Energien umzugehen und nach anderen Energiequellen Ausschau zu halten. Solarenergie? Nein, wir zapfen unser größtes natürliches Vorkommen an. Affen! Meine Worte! Hordenhart trainierte Affen sind tief im Inneren des Parks verborgen und an immense Maschinen der Zerstörung und Familienunterhaltung festgebunden. Das ist sehr inhuman. Oh, ich freue mich, dass dir das aufgefallen ist. Die Feinheiten machen den Unterschied. Merke dir meine Worte, LeChuck. Wenn ich dich erstmal besiegt habe, werde ich sie alle freilassen. Ja, ja, ja. Cool, Affen. Wie sieht die Zukunft der Big Whoop Vergnügungsparks aus? Die Zukunft ist reif für eine Welt neuer Möglichkeiten. Ich sehe ein umfassendes Netzwerk von Vergnügungsparks auf der ganzen Welt. Jeder wird einzigartig und eingebettet in die Kulturen und Bräuche der jeweiligen Gegend sein. Aber alle werden an der gemeinsamen Vision des ursprünglichen Parks festhalten.
dem willkürlichen Abschlachten tausender Gäste, die durch unsere Tore kommen. Ich habe langsam genug gehört von deinem widerlichen Vergnügungspark. Elaine wird dich niemals heiraten, sie liebt mich. Tut sie nicht, sie liebt mich. Nö, sie liebt mich. Tut sie nicht. Wie dem auch sei, Elaine liebt wirklich mich. Tut sie nicht. Okay, ich glaube, das kann man hier noch ein bisschen fortführen. Bitte töte mich nicht. Warum nicht? Wenn du mich tötest. Das ist der Hauptgrund. Wird es keine weiteren Monkey Island Folgen geben. Genau. Keine Fortsetzung, keine weitere Arbeit für dich. Du wirst ein weiterer Niemand sein, an den sich keiner mehr erinnern kann. Das kann hier nicht passieren. Ich bin LeChuck. Kennst du den Namen Bobbin Threadbare? Nein. Eben. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Okay, ich habe genug gehört. Ich habe genug gehört von deinen üblen Geschichten. Bringen wir es hinter uns. Aber es gibt doch noch so viele schreckliche Dinge, von denen ich dir erzählen will. Ich höre dir nicht mehr zu. Siehst du, ich ignoriere dich. Ah, hör besser zu. La 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 la, ich höre dich nicht. La 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 la. Also gut, Threepwood. Wenn du dich schon wie ein Kind benimmst, helfe ich dir dabei, dich richtig in Stimmung zu bringen. Ich glaube, du verdienst eine Auszeit, junger Mann. Jups. Ja. Wo sind wir denn nun? Es ist die solide 15 cm dicke Stahltür, die diesen heimtückischen Käfig verschließt. Aha, nicht abgeschlossen. Dein Plan war tadellos, LeChuck. Bis auf ein winziges Detail. Genau. Das wird dein Untergang sein. Das sieht ja cool aus. Okay. Er hat Elaine mit auf die Achterbahn des Todes genommen. Ich muss sie finden, bevor sie seine untote Braut wird. Ja. Was ist mit mir passiert? Kopf vernebelt, kann nicht denken, Gehirn verschwommen, muss mich konzentrieren und Elaine retten. Ich muss Elaine retten. Aber wie soll ich Elaine retten, wenn ich nur ein kleiner Junge bin? Wenn ich mich nur konzentrieren könnte. Muss klar werden. Mein Kopf. Willkommen auf dem Jahrmarkt von Big Whoop, kleiner Mann. Komm her zu deinem alten Freund, dem Kutterköter. Oh, es ist zum Schreien. So, wir müssen den Kopf klar kriegen. Hat er ja jetzt mehrfach gesagt. Wir machen mal einen Speichern. Das sollte nicht so schwer sein. Wir wissen ja noch aus unserem Rezeptbuch, wir brauchen einiges, damit das funktioniert. Und zwar brauchen wir ein Ei, Pfeffer und die Haare des Hundes, die mich der mich gebissen hat. Okay. Murray ist auch angekommen. Es ist Murray. Von Anfang bis Ende. Hey, du bist's. Bist du schon tot? Du siehst so anders aus. Tot nicht, Murray. Nur verflucht. Verflucht? Das ist perfekt. Ich bin auch verflucht. Lass uns unsere verfluchten Kräfte vereinen. Und zusammen können wir die Welt beherrschen. Ja, darüber sprechen wir später noch einmal. Ja, genau. Darüber später. Der Kutterköter. So ja, aus der selbst. Nähe sieht er viel weniger niedlich und dafür viel riesiger und schrecklicher aus. Bist du der echte Kutterköter? Darauf kannst du wetten. Und ich bin hier, damit du Spaß hast. Wie ist dein Name, kleiner Junge? Okay, zunächst einmal bin ich kein kleiner Junge. Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Mir zittern die Knochen. Das ist ja allerhand. Genau. Behandle mich nicht so herablassend. Nun, es hört sich an, als wärst du ein Mann großer Taten. Du bist ein sehr gescheiter kleiner Mann. Das ist klasse. Lache, solange du noch kannst. Bald werde ich LeChuck vernichten und eure ganze Welt wird in Trümmern liegen. Darauf kannst du wetten. Und jetzt geh spielen, mein Sohn.
Wie kann ich einen dieser fabelhaften Preise gewinnen? Nun, das ist einfach. Kumpel, wenn ich dein Gewicht oder Alter nicht errate, kannst du dir aussuchen, was du willst. Wo ist der Haken daran? Es gibt keinen Haken. Es ist ganz einfach. Das ist einfach mit dem Raten. Er sieht ja viel jünger aus, als er ist. Dann rate mal, wie schwer ich bin. Na schön. Lass dich vom Kutterköter anschauen, kleiner Kerl. Lass mich mal sehen. Ich schätze, ein dürrer kleiner Pirat wie du wiegt etwa 49 Kilo? Ha, selten so gelacht. Und? Ich sehe nur wie ein kleiner Junge aus. In Wahrheit bin ich ein mächtiger Pirat, der 49 Kilo wiegt. Das ist wirklich peinlich. Ernähre ich mich falsch? Ich gehe doch trainieren. Tja. Er sieht nicht nur so aus, er ist auch klein. Ich muss auf die Achterbahn. Da möchte ich drauf wetten. Das macht Spaß. Aber die Achterbahn ist nur für große Kinder. Ist mir egal, ob es unsicher ist. Ich muss mitfahren. Jetzt. Oh nein, 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 Sohn. Es ist nicht, dass es für kleine Kinder nicht sicher genug wäre. Es ist nur, dass du viel, viel älter sein musst, um den schieren, hirntötenden Terror der Bahn schätzen zu können. Warte einfach ein paar Jahre und du wirst reif genug dafür sein. Du wirst dann auch Unmengen Süßigkeiten kaufen und essen können, wann und wo du willst. Genau wie die Erwachsenen. Okay, also. Ich wette, du errätst nicht, wie alt ich bin. Wetten, dass ich es kann? Ein furchterregender kleiner Seeräuber wie du müsste 7 Jahre alt sein? Ha! Falsch! Ich bin zufällig 20. Und hast du einen Beweis für deinen Kumpel, den Kutterköter? Nennst du mich einen Lügner? Und ob ich das tue? Hier ist mein Beweis. Er hat einen? Scum Schauspielergilde. Mitgliedskarte. Guybrush cool. Threepwood. Alter 20. Ich nehme an, dass das stimmt. Such dir deinen Preis aus. Wir nehmen Mary mit. Ich will diesen sprechenden Schädel. Mit meiner ungehinderten dämonischen Macht werden wir die Welt beherrschen. Du hast recht, Mary. Wenn ich all diese Macht hätte, wäre die Versuchung des Bösen einfach zu groß. Schade. Den Anker. Nimm ihn mit, Sohn. Herzlichen Glückwunsch. Genieße deinen Aufenthalt hier auf Big Woo. Wofür braucht er den Anker? Sieh in dein Herz. Ich bin der Preis, den du wirklich willst. Was? Du hast dir den Anker ausgesucht? Es ist ein wirklich schöner Anker, Murray. Tut mir leid. Ich weiß noch nicht, wofür man den braucht. Aber wir nehmen mal den Anker mit. Wird alles Sinn machen. Nun, das ist nicht sehr nett, kleiner Junge. Ich kann nicht glauben, dass du den blöden Anker... Komm schon, hör auf, deinen Kumpel Kutterköter zu schlagen. Ich brauch Haar. Gib mir Haare. Ich warne dich nicht noch einmal, Kleiner. Doch, komm, hier. Hör besser auf damit. Wofür soll denn eigentlich ein Dover... Du fällst mir langsam auf den Wecker, Kleiner. Alles klar, das reicht. Jetzt gibt's Saures, du kleiner Mistkerl. Ja. Er hat mich wenigstens gebissen. Au, er hat mich gebissen. Gib mir die Haare wieder, Kleiner. Nein. Du ruinierst das Kostüm. Das brauchen wir. Es ist noch nicht mal ein echter Anker. Mary. Ich bin ein echter sprechender Schädel. Es ist ein riesiger Stapel Merengebäck. Kann man das nehmen? Hey, was glaubst du eigentlich, was du da tust? Ich will nur einen dieser Kuchen. Ja? Ich will nur raus hier aus diesem stinkenden Rattenkopf. Das Leben ist hart, Kleiner. Wir sind damit fertig. Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben. Puh. Ja, Kind, was gibt es? Also, ich glaube, man brauchte einen der Kuchen, weil die bestehen aus Ei. Ne? Und wir brauchen ja Ei, damit das funktioniert mit dem klaren Kopfgetränk. Was treibt ihr Burschen hier? Das ist Niete den Kerl um. Der größte Spaß auf dem Rummelplatz. Triff den lustigen Clown und gewinne einen fantastischen Preis.
Schau den Torten dabei zu, wie sie mit Lichtgeschwindigkeit und lautem Getöse aus der Kanone herausschießen. Und geh mit deinen Gewinnen nach Hause, wenn du gut gezielt hast. Lach zusammen mit deinen fröhlichen Gastgebern, dem Rattenmann und seinem Kumpel Monty Maring. Welcher Geschmack? Was? Welchen Geschmack haben die Torten heute? Ich weiß nicht. Ich glaube Limone. Was ist denn das überhaupt für eine dumme Frage? Ja, aber ich glaube, ich weiß, was man machen muss. Was ist das für ein schrecklicher Geruch? Das ist ein riesiger Rattenanzug, du kleine Rotznase. Was hast du erwartet? Rosenduft? Aber... Schon gut. Das beenden wir mal als Gespräch. Denn wir brauchen ja die Schlagsahne. Wie wir gesehen haben, kriegen wir die Torte nicht so. Wir müssen ihn hier rauskanten. Und ich glaube, dafür war der Anker wichtig. Ich glaube, die packen wir jetzt da oben einfach rein. Du hättest sowieso ein Leib davon weg. Ich werde auf einen Besitzer warten, der... Dann muss man ihn irgendwie ablenken. Mal gucken, ob es noch eine Gesprächsoption dafür gibt. Bin ich der Einzige, der von diesem schrecklichen Gestank angeekelt ist? Okay, okay, der Anzug stinkt. Wir haben es gehört. Alle mal herkommen, um den Rattenmann zur Schnecke zu machen. Ja, das machen wir doch gerne. Was in aller Welt ist Meringue? Ich weiß nicht, Kind. Geschlagenes Eiweiß, glaube ich. Ja, seht ihr? Das war also das Ei. Wie ist der Kutterköter denn so privat? Was willst du von mir? Ich bin nur eine riesige Ratte. Mir ist es nicht erlaubt, mich ihrer Majestät, dem großartigen und mächtigen Kutterköter, zu nähern. Genau. Eine Ratte mit einer Zigarre. Ich will mit der Kanone schießen, ich will mit der Kanone schießen. Entschuldigung, kleiner Junge, du bist zu jung. Miete den Kerl um, ist nur für ältere Kinder. Das ist Diskriminierung. Woher weiß ich, dass sie wirklich funktioniert, wenn ich nicht sehe, wie sie losgeht? Okay, Kind, du möchtest sehen, wie die Kanone feuert. Los geht's. Toll. Bin ich der Einzige, der von diesem schrecklichen Gestank angeekelt ist? Okay, okay, der Anzug stinkt. Wir haben es gehört. Alle mal herkommen, um den Rattenmann gut, also, zu machen. Da dreht er sich nicht um oder tut irgendwas anderes, aber man muss ihn irgendwie sicherlich ablenken. Ich werde auf einen Besitzer warten, der mein Bedürfnis versteht. Ah, mein Inventar ist auch aufgeräumt. Das ist ja schön. Mehr oder minder. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Raus hier! Bevor ich die dämonischen Legionen... Ich habe eine Kuchenform voller Rasiercreme. Ich baue mal einen Kuchen. Nun ist es eine schwere Kuchenform voller Rasiercreme. Wenn dir dein Leben lieb ist, Sterblicher, fliehe vor Murray. Der... Was machst du da vorne? Ich habe diesen Kuchen gefunden, Mister. Genau. Hä? Ah ja, danke, Junge. Schieß schon, schieß schon. Genau. Nicht jetzt. Oh, aber ich will die Kanone schießen sehen. Verdrück dich, du halbe Portion. Denk mal nach, ich bezahle dein Gehalt. Willst du, dass ich LeChuck erzähle, dass du hier unzufriedene Kinder herumlaufen hast? Okay, okay, du Kleiner. Autsch. Hast du was gehört? Nein. Seltsam. Vielleicht ist es die Akustik dieses stinkenden Riesenkopfes. Schnauze, Kleiner. Ja, das war's mit dem Clown. Dann öffnen wir mal die Tür. Und ersetzen den einfach mal. Vielleicht schießt er...